In einer savannenähnlichen Landschaft nahe Panang liegen weit verstreut hunderte von Behältnissen, die der Landschaft ihre Namen gaben. Die Ebene der Tonkrüge. Am Eingang zu dem Areal wird man auf einer großen Tafel darauf hingewiesen, die ausgetretenen Wege nicht zu verlassen, um nicht aus Versehen auf eine Hinterlassenschaft der Amerikaner zu treten, die im Vietnamkrieg diese Gegend des Öfteren mit einem Bombenteppich belegt haben. Die Kulturstätte ist übersät mit Bombentrichtern. Der Nachschub der Vietcong nach Südvietnam ging durch Laos, obwohl sich Laos offiziell aus dem Konflikt herausgehalten hat. Weit verstreut sieht man die Behältnisse strukturlos auf dem Gelände liegen. Auch sind Form und Größe unterschiedlich. Auf einem der Gelände liegt eine Höhle, die eine Öffnung nach oben besitzt. Die Öffnung könnte nicht natürlich, sondern auch durch Menschenhand geschaffen worden sein und somit als Rauchabzug gedient haben, um Tonkrüge zu brennen. Andere Wissenschaftler behaupten aber, dass die Krüge aus einer Art Sandstein bestehen und führen zum Beweis dafür auf, dass in der Höhle Granitäxte gefunden wurden, mit denen man den Sandstein bearbeitet und ausgehöhlt hat. Über den Verwendungszweck ist man sich bis heute noch nicht einig geworden. Die Krüge waren ursprünglich verschlossen, die Deckel liegen vereinzelt dazwischen und sind meist nur in Bruchstücken vorhanden. Viele wissenschaftliche Untersuchungen wurden angestellt und die Meinungen gehen trotzdem auseinander. Es kann sich um Vorratsbehälter handeln für Öl oder Reis oder um Urnen, in denen man Tote bestattet hat. Über das Alter ist man sich zumindest dank moderner Untersuchungsmethoden einig geworden. 2000 Jahre sind diese Krüge alt und werden ihr Geheimnis mit sicherer Wahrscheinlichkeit nicht mehr preisgeben.